Im Rahmen der Filmserie Wo war was in Chemnitz vor 100 Jahren möchte ich Ihnen jetzt den räumlichen und zeitlichen Kontext der Brückenstraße aufzeigen. Wie viele Straßen in Chemnitz, so hat auch die Brückenstraße in ihrer Geschichte sowohl ihren Namen als auch ihren Platz im Stadtbild mehrfach gewechselt. Auf der Grundlage der folgenden Stadtkarten soll nun zunächst sowohl die historische Entwicklung als auch die jeweilige räumliche Zuordnung der Straßen mit ihren angrenzenden Gebäuden aufgezeigt werden. Danach werden wir uns auf einen Spaziergang durch die alte Brückenstraße begeben. Beginnen wir am Anfang des 19. Jahrhunderts. Dort, wo später die heutige Brückenstraße sein wird, befand sich zu dieser Zeit noch ein offener Bach. Dieser führte die Oberflächen und Abwasser aus Gablenz hin zum Chemnitzfluss, wo er im Bereich des heutigen Stadtbades einmündete. Östlich der Spielgasse verlief am nördlichen Ufer eine Straße, die man als obere Brückenstraße und westlich davon als untere Brückenstraße bezeichnete. Den Straßennamen erhielt die Brückenstraße natürlich wegen der vielen Brücken, die einst über den offenen Gablenzbach führten und die Chemnitzer nutzen mussten, um trockenen Fußes von der Stadt zwischen der Kloster- und Johannisvorstadt zum Weideplatz am Anger zu gelangen. Folgte man den alten Verlauf der Brückenstraße, so folgt man zugleich auch dem Verlauf des ehemaligen Gablenzbaches, der Ende des 19. Jahrhunderts allmählich überbaut und aus dem später bis heute letztendlich ein großer Abwasserkanal wurde. Aber schauen wir uns zunächst einmal auf den Plan von 1843 einmal an. Was denn einst für Brücken für die Namensgebung der Brückenstraße verantwortlich waren? Am Unterlauf beginnend waren dies erstens die Angerbrücke. Zweitens die Spielgasbrücke. Drittens die sogenannte Armenhausbrücke. Viertens die Brücke zur Neuen Dresdner Straße am Georgenhospital. Und schließlich fünftens die Brücke zur Gablenzer Vorstadt am Kirchweg. In diesem Stadtplan von 1940 ist nun der Gablenzbach nicht mehr sichtbar. Er wurde mittlerweile vollständig überbaut bzw. kanalisiert. Die neue Brückenstraße verläuft genau darüber. Diese nahm ihren Anfang am Knoten mit der äußeren Johannesstraße, Augustusburger und Dresdner Straße. Dieser Knotenpunkt wurde damals nach der hier liegenden Wirtschaft auch als goldener Anker bezeichnet. In den Anfangsjahren der DDR befand sich hier auch der damalige Sowjetpavillon. Näheres hierzu können Sie in meinem Film zur äußeren Johannisstraße in Erfahrung bringen. Weiter führt die Brückenstraße vorbei an den rechts gelegenen Einmündungen der Ziegel- und Lindenstraße. Hier zwischenliegend war auf der rechten Seite die Ortskrankenkasse und linkerseits ist noch heute das Kaufhaus Schocken hier zu finden. Die nächste Kreuzung ist die mit der Königstraße, zu der Sie in meinem YouTube-Kanal auch einen Film finden können. Das Ende der Brückenstraße befand sich an der Einmündung der Friedrichstraße bzw. am Friedrichplatz, der in der nationalsozialistischen Zeit in Platz der SS umbenannt wurde. Die Mühlenstraße bildete dann die direkte Fortsetzung der Straße. Für die Erarbeitung des räumlichen Kontextes sollten wir uns folgende markante Standorte merken. Das Grüne Kreuz am Eck zur Dresdner Straße.
Hier befand sich die Kinderwagenhandlung Bruno Straube. Das braune Kreuz kennzeichnet die Lager von Dürrs Schnellkaffee. Das rote Kreuz liegt auf dem Kaufhaus Schocken. Und am gelben Kreuz das Gebäude der Ortskrankenkasse. An der Kreuzung Königstraße zeigt das blaue Kreuz auf das Kaufhaus Königsfeld. Und schließlich das letzte Kreuz auf das deutsche Familienkaufhaus. In den kommenden Plänen werde ich diese markanten Gebäude farbig an ihren jeweiligen Standorten darstellen. Sie werden uns bei der räumlichen Orientierung eine Hilfe sein. Bevor wir uns weiter mit der historischen Entwicklung auf der Grundlage von weiteren Karten beschäftigen, wollen wir kurz einen Blick von oben auf die Brückenstraße der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts werfen. Leider liegt mir kein Luftbild vor, welches die Brückenstraße in ihrer ganzen Länge aufzeigt. Beginnen wir mit dem ersten Drittel. Drei Gebäude, die wir kennen sollten. Die Johanneskirche, noch mit ihrem hohen Turm, das Kaufhaus Dietz und der Rote Turm. Den ehemaligen Johannesplatz können wir vielleicht auch noch ausmachen. Doch rücken wir unserer Brückenstraße etwas näher. Hier der Beginn am Goldenen Anker, der Bauplatz, auf dem 1930 das Kaufhaus Schocken das Licht der Welt erblicken wird. Das Gebäude der Krankenkasse, die Kreuzung mit der Königstraße. Das Kaufhaus Königsfeld und das deutsche Familienkaufhaus. Annähernd der gleiche Straßenabschnitt aus einer anderen Perspektive und einige Jahre später. Auf diesem Luftbild auch gut zu erkennen die Höhere Mädchenschule, die sich linkerseits zwischen dem Schnellcafé Dürr und dem Kaufhaus Schocken befand. Das Kaufhaus Königsfeld gut zu lesen und das deutsche Familienkaufhaus schräg gegenüber. Das Ende der Brückenstraße. Die einmündende Friedrichstraße. Der Friedrichplatz. Die weiterführende Mühlenstraße. So also die Brückenstraße mit ihren Gebäuden vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Bombardierung dann im Jahre 1945. Diese Karte zeigt nun das schreckliche Ergebnis nach den Bombenangriffen am 2. und 3. März 1945, die unter anderem auch in der Weißenstraße und Königstraße viele Verluste an Menschen und Gebäuden mit sich brachten. Die Luftangriffe am 5. März dann übertrafen diese nochmals um ein Vielfaches. Unsere markanten Gebäude auch auf dieser Karte nochmals aufgezeigt. Kinderwagen Straube. Schnellcafé Dürr. Kaufhaus Schocken. Die Ortskrankenkasse. Kaufhaus Königsfeld. Das deutsche Familienkaufhaus. Weitere Bilder, die kurz nach der Bombardierung von der obersten Etage des Kaufhauses Schocken aufgenommen wurden. Der Kreuzungsbereich mit der Königstraße. Am Vormittag des 5. März warfen 250 Bomber und am Abend nochmals etwa 700 Bomber
ihre todbringenden Lasten besonders auf die innere Stadt ab. Es war die wohl schrecklichste Nacht in der Chemnitzer Geschichte. Nach Schätzungen wurden 3.326 Gebäude schwer beschädigt bzw. vollständig zerstört. 2.105 Einwohner fanden den Tod. Hier die Königstraße. Im Hintergrund zu erkennen die Oper, die Petrikirche und das Hotel Chemnitzer Hof. Luftangriffe, wie diese auch heute noch verharmlosend bezeichnet werden, gegen wehrlose Städte sind und bleiben ein Verbrechen, wer immer diese begeht. Ein Vergessen oder Aufrechnen gegen andere Verbrechen sollte es niemals geben. Der Stadtplan von 1950 zeigt grau die noch erhaltene alte Bausubstanz und die weißen Quartiere, die von den Trümmern bereinigten Flächen auf. Auch auf dieser Karte wieder die Lage der markanten Gebäude. Kinderwagenstraße, Kaufhaus Königsfeld und das Deutsche Familienkaufhaus gehören von da an zur Vergangenheit. Es galt nun, die weißen Flächen neu zu bebauen oder die gesamte Innenstadt nach sowjetischem Vorbild neu zu erschaffen. Wie wir wissen, hat man sich für das Letztere entschieden. Bereits ab den 50er Jahren wurden hierzu erste Gedanken modellhaft dargestellt, um diese mit der politischen Führung abzustimmen. Dieses hier aus dem Jahr 1957 war vielleicht das erste und bietet sich zugleich auch an, die Frage zu beantworten, warum sich die Lage der Brückenstraße an ihrem Beginn grundsätzlich ändern musste. Die Wilhelm-Pieck-Straße, vormals und heute wieder als Theaterstraße bezeichnet, und die Poststraße sollten als breiter Ring den Altstadtkern umschließen. Zwischen dem Roten Turm und der Brückenstraße sollte ein zentraler Platz mit einem Kulturhaus entstehen. Die Brückenstraße sollte dabei in etwa an der alten Stelle verbleiben und im Halbkreis um das Kaufhaus Schocken vorbei geradlinig über den Chemnitzfluss und als Grünzug bis zum Schlossdeich geführt werden. Der gigantische Kreisverkehr am Anfang der Brückenstraße sollte die Straße zum Johannesplatz, die Poststraße, die Zschopauer und die Augustusburger aufnehmen. Keine so schlechte Idee. Nur hätte man eben den überregionalen Verkehr schon weiter außerhalb des Stadtzentrums ebenfalls ringförmig verteilen müssen. Die Erfordernis eines derartigen Ringes hatte man dann zwar viele Jahre später auch erkannt, jedoch fehlt bis heute die Fortsetzung des Südringes, um diesen weiter um den Nordosten der Stadt bis zum Anschluss an die A4 fortzuführen. Weitere Modelle sahen hier sogar eine kreuzungsfreie Lösung mittels einer Hochstraße vor. Aber diese hätten die damaligen ökonomischen Möglichkeiten gesprengt. Der berechtigte Einspruch der damaligen Verkehrsplaner, dass der vorgesehene Kreisverkehr die prognostizierten Verkehrsströme nicht hätte bewältigen können, führte letztlich zum heute vorhandenen Verkehrsnetz der Innenstadt. Die verwirklichte prinzipielle Lösung zeigte schon dieses Modell aus den 60er Jahren dann auf. Anstelle den regionalen und überregionalen Verkehr an einem einzigen Punkt, dem großen Kreisel, zuzuführen, verlängerte man die Poststraße zwischen Falkeplatz und Hauptbahnhof geradlinig und verteilte den Verkehr längs dieser Straße in mehrere ampelgeregelte Kreuzungen auf, die aus verkehrstechnischer Sicht die Verkehrsströme besser in den Griff bekommen konnten. Bestimmt nicht die beste Lösung, aber die Innenstadt musste ja schließlich auch vor der Errichtung eines neuen äußeren Verkehrsringes wieder aufgebaut werden.
Der Brückenstraße wurde deshalb ihre heutige neue Lage vor dem Warenhaus Schocken zugeteilt. So nun die Situation im Jahre 2020. Das Gebäude des Kaufhauses Schocken, hier wieder rot dargestellt, ist das einzig verbliebene Bauwerk der alten Brückenstraße. Auf diesem Luftbild sollen auch wieder die alten Standorte sichtbar werden. Das Gebäude am Eck zur Dresdner Straße, Dürrs Schnellcafé. Das Gebäude der Ortskrankenkasse. Kaum vorstellbar, wie es hier einst aussah. Am Anfang der Brückenstraße nun diese beiden 6- und 7-Geschosser mit der mehrstreifigen Brückenstraße. Unseren Wünschen an Partei- oder 1. Mai-Tagen stehend oder marschierend und applaudierend der Spitze der jeweiligen Partei zu huldigen, Rechnung zu tragen, bildeten die Städtebauer in den 70er Jahren die alte Brückenstraße in eine Aufmarschstraße um. Hier nun nochmals die alten Standorte des Kaufhauses Königsfeld und des Deutschen Familienkaufhauses. Auch dieser Straßenabschnitt der Brückenstraße musste aus den genannten Gründen, wie stets auch immer wieder Säle und Plätze vergrößert, diese nun verbreitert werden. Aus der Straße wurde dann eine Allee, die dann passend den Namen von Karl Marx bekam und natürlich passend zur Geschichte auch kurz vor dem Chemnitzfluss im Nichts endete. Wo genau die bisher genannten markanten Gebäude nun standen und wie diese aussahen, betrachten wir uns nun aus der Perspektive eines Vogels, der die Brückenstraße vom Beginn am Goldenen Anker bis zum Ende am Friedrichsplatz entlang fliegt. Die schemenhaften Umrisse der Bauwerke jeweils in den bisher verwendeten Farben. Das erste Gebäude am Eck zur Dresdner Straße mit dem Kinderwagenhändler Bruno Straube. Das Schnellrestaurant Dürr im Zustand, wie es vielleicht noch einige Chemnitzer in Erinnerung haben. Das Kaufhaus Schocken, fast noch im gleichen Zustand wie heute. Das Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Das Kaufhaus Königsfeld am Eck zur Königstraße. Und das Kaufhaus schräg gegenüber, das Deutsche Familienkaufhaus. An der Friedrichstraße angekommen. Derselbe Vogelflug in der jetzigen Zeit mit den gleichen Bauwerken. Die weißen Linien bilden zugleich die Straßenräume der 40er Jahre nach. Wie wir sehen können, weicht die Lage der Brückenstraße auf den ersten 150 Meter völlig von ihrer ursprünglichen ab. Der Platz am Goldenen Anker bis vor kurzem eine einzige Verkehrsanlage. Anstelle des Deutschen Familienkaufhauses eine Grünfläche. Am Ende der historischen und räumlichen Vorstellung der Brückenstraße soll die folgende virtuelle Fahrt durch die heutige Stadt längs der alten Brückenstraße mit integrierter Darstellung der uns nun schon bekannten Gebäude dazu dienen, dass wir uns gefühlt etwas näher in den Raum und in die Zeit von damals versetzen können. Der Anfang der Brückenstraße am Goldenen Anker.
ein Stück weiter in Richtung Ortskrankenkasse. Ganz links das Schnellcafé Dürr. Rechterseits die Ortskrankenkasse. Der Blick zur Kreuzung Königstraße. Das Ende der Brückenstraße mit dem Brückenmarkt. Begeben wir uns nun auf einen Spaziergang längs der alten Brückenstraße und bringen in Erfahrung, was hier vor 100 Jahren nun eigentlich los war. Ein Blick von der äußeren Johannisstraße in die Brückenstraße in den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Das Kaufhaus Schocken ist noch nicht zu erblicken. Rechts vorn unser bisher grün markiertes Haus am Eck zur Dresdner Straße. Hier ist der Korb- und Kinderwarenhändler Bruno Straube schon auszumachen. Auf der linken Seite im Haus Nummer 1 hatte der Lebensmittelhändler Müller ein Geschäft, die Schokoladenhandlung Meinert eine Verkaufsstelle und Opetz ein Blumengeschäft. In der 3 befand sich die Eisen- und Kurzwarenhandlung von Wilhelm Zimmermann, wo man damals hier auch Küchen- und Hausgeräte erwerben konnte. In der 5 besaß Eugen Riemer eine Schokoladen- und Zuckerwarenhandlung. Zu dieser Zeit konnte man in diesem Haus auch das Café Gallipoli besuchen, bevor 1937 das Geschäft Dürr das Haus erwarb. Im Haus Nummer 7 kümmerte sich der Hausmeister Neubert um die Höhere Volksschule für Mädchen. Im Hintergrund schon erkennbar die Spar- und Kreditbank Chemnitz und rechts daneben das Gebäude der Ortskrankenkasse in der Lindenstraße 2, welches wir bisher als markantes Gebäude mit der gelben Farbe ausgewiesen hatten. Ungefähr die gleiche Perspektive, allerdings einige Jahre später. Der gezackte Giebel des 1930 eröffneten Warenhauses Schocken findet in Bildmitte seinen Platz. Das Herrenschuhgeschäft Lingel präsentiert sich am Eck zur äußeren Johannisstraße. In diesem Haus, der Brückenstraße 1, boten noch weitere Geschäfte ihre Waren an. So zum Beispiel der Blumen Opetz und der Feinkost Müller. Im Mai des Jahres 1931 zog Paul Dürr mit seinem Eisladen ebenfalls in dieses Haus. 1937 dann kaufte er das Haus Nummer 5 und begann mit den Umbauarbeiten. Dazu aber später. In der 3 betrieb Zimmermann noch immer seine Eisenhandlung. Das Kaufhaus Schocken nutzte von nun an auch die Räumlichkeiten der ehemaligen höheren Mädchenschule in der Brückenstraße 7 als Lager. In der 2 rechterseits war und wird bis 1945 das Kinderwagengeschäft von Bruno Straube die Ansicht im Erd- und der ersten Etage beherrschen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme stand offensichtlich gerade eine Renovierung in diesen Räumen statt. Zu finden waren hier auch das Sanitätshaus Frauenheil,
das Molkereigeschäft Küster und ganz rechts noch zu erkennen die Kaffeehandlung Tams und Gard. Jetzt sehen wir, was von diesem Straßenzug nach der Bombardierung 1945 noch übrig geblieben ist. Mit Hilfe der Tombola für das nationale Aufbauwerk sollte Geld für den Wiederaufbau eingesammelt werden. Das 1951 gegründete nationale Aufbauwerk sollte ursprünglich dem Wiederaufbau von Berlin dienen, wurde aber kurze Zeit später auf die gesamte DDR ausgeweitet. Die damalige sogenannte Nationale Front rief zur gemeinnützigen und unentgeltlichen Arbeit auf, wozu sich damals auch viele Chemnitzer beteiligten. Nur dadurch war es dann auch überhaupt erst möglich, die Trümmermassen zu beseitigen und daraus auch noch wiederverwendbares Baumaterial zu gewinnen. Das linke Gebäude, das von Dürsts Café, mittig das der ehemaligen Mädchenschule und ganz rechts, nicht unschwer zu erkennen, das Warenhaus Schoppen, hatte zu unserem Glück auch überlebt. Doch kommen wir nun auf das Haus Nummer 5, das mit dem Café Dürr zurück, das sich kurz nach dem Krieg noch immer um das leibliche Wohl vieler Chemnitzer wieder kümmern konnte. Wie schon erwähnt, wurde das Haus 1937 von Paul Dürr erworben. Im Erdgeschoss befand sich das Atelier von Fotograf Hahn, dessen Schaukästen an der Straßenfront angebracht waren. Die Umbauarbeiten standen an. Ein Teil des Erdgeschosses wurde tiefer gelegt und es entstand ein Gastraum zu ebener Erde. Im September 1937 dann wurde das Schnellcafé Dürr eröffnet. Das nahegelegene Kaufhaus Schoppen brachte dem Café viele Gäste, zumal es den letzten Kaufhausbesuchern auch immer noch eine Bratwurst für den Nachhauseweg liefern konnte. Die konnte man dann am sogenannten außen vorliegenden Praterstand erhalten. Als die Trümmer des Hauses Brückenstraße 3 weggeräumt waren, bot sich diese Fläche für die Errichtung eines kleinen Biergartens eingezäunt mit einer kleinen Mauer an. Ein Durchbruch zur Gaststätte war nötig, um die außensitzenden Gäste mit Kaffee und anderen zu versorgen. Dieser Garten wurde dann am 15. April 1951 eröffnet. An den blauen Tischen und Stühlen mit Eisengestellen ließ man es sich im Sommer im Schatten unter dem großen bunten Sonnenschirm gut gehen. Die Familie Dürr führte das Geschäft dann über zwei Generationen, aufopferungsvoll mit viel Leidenschaft durch schwierige Zeiten. Das Schnellcafé musste dann 1967 umziehen, da das Gebäude Brückenstraße 5 den Stadtplanern im Wege stand. Wie anfangs erklärt, wurde die Poststraße umgebaut und die Brückenstraße dieses Straßenstückes verlegt. Am 8. März 1967 eröffnete Fred Dürr sein Geschäft dann an der Ecke Wilhelm Bieg, jetzt Theaterstraße, und der inneren Klosterstraße. Die Dürrs mussten schließlich aus gesundheitlichen Gründen 1982 dann ihr Geschäft aufgeben. Das Wort Horster wird bei vielen Chemnitzern bestimmt noch heute im Unterbewusstsein mit dem Wort Dürr verbunden. Und nicht zu vergessen, auch Eis am Stiel, welches in der Brückenstraße hier hinten hergestellt, verpackt und gelagert wurde. Zu kaufen bekam man es noch lange bei Sportveranstaltungen, vor Krankenhäusern oder am Schlossdeich, wo es einst von ambulanten Händlern vertrieben wurde. Die Eisfabrik und der Handel wurde dann aber bereits 1972 aufgegeben. Drehen wir die Zeit wieder zurück. Wie sah es denn vor dem Krieg hier aus? Links die beiden Gebäude 3 und 5 kennen wir nun schon. Rechts noch gerade das der Brückenstraße 2 im Blickfeld. In der 4 das Tabakwarengeschäft von Martin Hohlfeld.
im Haus 6 betrieb Herr Bröhl ein Café und bei Georg Sachse konnte man seine Schuhe reparieren lassen. Hinter der Litfaßsäule im Haus 8 der Lebensmittelhändler Hustig. Im Haus 10 befand sich die Schneiderei Franke und der Friseur Hilitzer. Das letzte Haus dieser Straßenseite war das städtische Speisehaus. Der gleiche Blick ungefähr 20 Jahre später. Das letzte Haus der Brückenstraße, die 10, wo der Friseur Hilitzer seine Kunden frisierte. Und in der Brückenstraße hier noch einige Bäume standen. So der Anblick nach der Verlegung der Brückenstraße, die zweibahnige Bahnhofstraße und die in Seitenlage gebrachte Straßenbahntrasse hat die alte Brückenstraße auf diesem Stück vollständig verschluckt. Gegenüberliegend wird bald ein riesiger Parkplatz die gesamte Fläche der alten Kreuzung am ehemaligen Goldenen Anker beherrschen. Das an das Kaufhaus angelehnte weiße Gebäude ist das, wo sich am Beginn des 20. Jahrhunderts die Höhere Mädchenschule befand. Später wurde es ja vom Kaufhaus mit benutzt und selbst noch in der DDR-Zeit denkmalsgerecht renoviert. Ein Stück Geschichte nicht etwa durch Bombenangriffe gelöscht, sondern angeblich nur deswegen, damit der Giebel vom ehemaligen Kaufhaus Schocken mit den Lettern des Archäologiemuseums besser sichtbar wird. In Wirklichkeit ist aber nun ein völliger Hotelneubau, dessen Namensgebung mit Chemnitz ebenso wenig zu tun hat wie dessen Architektur entstanden. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier offensichtlich das Geld und dessen Geber die Architektur bestimmt hat. Auch die in der Vergangenheit immer vom politischen Zeitgeist geprägte und als die moderne glorifizierte Architektur wurde allerdings stets irgendwann später zum Überbleibsel vergangener Tage. Erich Mendelssohn, der geniale jüdische Architekt des Schocken, gehörte sicher nicht zu denjenigen, die jemals geglaubt hätten, dass ein Techniker einen Computer mit Bewusstsein entwickeln oder gar ein Geldgeber ein menschengerechtes urbanes Umfeld erschaffen könnte. Das linke Nachbargebäude der Bahnhofstraße. Hier hat der Architekt es verstanden, den Stil der Moderne des 20. Jahrhunderts in die heutige Zeit zu projizieren. In den Anfängen des 20. Jahrhunderts entstanden in Chemnitz eine ganze Reihe neuer Bauten für die Industrie, den Handel und der Verwaltung im Stil der Moderne. Wie beispielsweise dieses hier, das Kaufhaus Schocken, errichtet 1930 nach einem Entwurf eben des Architekten Erich Mendelssohn. Es ist neben dem Kaufhaus Tietz I, die als einziges den Krieg einigermaßen heil überstand. Bereits 1903 planten die Brüder Simon und Salman Schocken einen Kaufhausbau in Chemnitz. 1927 erhielt Erich Mendelssohn, der bereits für die Brüder in Nürnberg und Stuttgart Kaufhäuser gebaut hatte, den Auftrag, die Chemnitzer Filiale des in Zwickau ansässigen Konzerns zu entwerfen. Es sollte das größte Schockenkaufhaus werden. 1929 wurde mit dem Bau begonnen und am 15. März 1930 konnte das Kaufhaus eröffnet werden. Es zählt in seiner Art zu den herausragenden Architekturzeugnissen des 20. Jahrhunderts. Mit Mendelssohn sollte Salman Schocken eine lebenslange Freundschaft verbinden. Anders als die Gebäude der Konkurrenz, die weiterhin den opulent verzierten Konsumpalästen den Vorzug gab, griffen die von Mendelssohn gestalteten Warenhäuser die Prinzipien der neuen Sachlichkeit auf. Es dominierten Fensterbänder,
und Sichtklinkerfassaden sowie optimal belichtete und großzügige Verkaufsflächen, in denen die Produktpräsentation im Mittelpunkt stand. Auch der Auftritt nach außen wurde perfektioniert. Ein einheitliches Erscheinungsbild in der Typografie und der Werbung gehörte ebenso zu den kennzeichnenden Merkmalen wie die visionäre Architektur. Bei der neuesten Techniken, zum Beispiel die Skelettbauweise aus Stahl und Beton zum Einsatz kam. All dies trug mit dazu bei, dass die Schockenkaufhäuser bald im Ruf standen, mehr als nur Orte des Konsums zu sein. Sie entwickelten sich zu architektonischen Ikonen im urbanen Raum. Weil Mendelssohn wie Schocken Juden waren, wurden zu nationalsozialistischen Zeiten die Namen verschwiegen und sogar das Kaufhaus in Merkur umbenannt. Zu DDR-Zeiten bot das Schocken als Zentrumwarenhaus Produktefall. Nach der Wiedervereinigung wurde es, wie auch das Kaufhaus Dietz, vom Kaufhof-Konzern übernommen. In den 2000er Jahren stand das Gebäude zum Verkauf. Die Stadt Chemnitz reagierte positiv, erwarb das geschichtsträchtige Gebäude und sanierte es denkmalgerecht. Heute beinhaltet dieses Haus das Staatliche Museum für Archäologie. In einer Dauerausstellung kann man dort mehr über die Schockenbrüder in Erfahrung bringen und welche Hobbys und Steckenpferde vor allem Salman Schocken hatte. Sehen Sie hierzu auch gleich den folgenden kurzen Filmausschnitt des Mitteldeutschen Rundfunks. Siegmund Rothstein ist bis heute eng mit dem Schocken verbunden und mit dessen jüdischer Geschichte. 40 Jahre lang war der über 92-jährige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Chemnitz. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen, dabei, wie man dieses Haus jetzt gestaltet hat, dass man erst einmal bringt, wo kommt das Haus her? Was war das für ein Haus? Was ist mit den Menschen geschehen? Und so weiter und so fort. Da muss man die jüdische Geschichte, kann man sie nicht ausblenden. Diese Worte sollten auch ohne breite Straße unseren Beifall erhalten. Vom jüdischen Kaufhaustempel zum modernen Archäologiemuseum. In den vielen Jahren ist der Name Schocken nicht vergessen. Er hat genauso wie der Name Dietz den Zweiten Weltkrieg, die DDR und die Nachfolgezeit überlebt. Wir sind noch nicht am Ende der Brückenstraße angekommen. Sie können sich ja nun eine Kaffeepause gönnen oder sich den Film morgen weiter anschauen. YouTube macht es ja möglich. Wenn nicht, setzen Sie jetzt mit mir den Spaziergang längs der alten Brückenstraße weiter fort. Wir legen unseren Augenmerk nun auf die gegenüberliegenden Gebäude der rechten Seite. Die Pferdekutsche steht an der Einmündung Lindenstraße. Die letzten Zaunpfosten rechts verdecken die der Ziegelstraße. Genau zwischen diesen Straßen das prachtvoll gestaltete Gebäude der Chemnitzer Ortskrankenkasse. Hier noch einmal das Gebäude der Lindenstraße 2 in voller Pracht, inmitten der genannten Straßen. Rücken wir nun dem Eckhaus auf der gegenüberliegenden Seite etwas näher. Es ist das der Brückenstraße 14. Hierin befand sich die Spar- und Kreditbank Chemnitz. Sie wurde 1869 von zielbewussten, schaffensfreudigen Männern in der Mehrzahl Arbeiter gegründet. Durch die Ausgabe von Aktien zu je 25 Taler war es damals für viele unselbstständige Handwerker oder Techniker der einzige Weg, an das für eine Geschäftsgründung nötige Kapital zu gelangen. Die spätere Gründung des Spar- und Kreditvereins zu Chemnitz erreichte durch den mit dem Jahre 1880
begonnenen Aufschwung im Handel und Gewerbe beachtliche Umsätze. So konnte man schließlich im Jahr 1889 das hier abgebildete Bankgebäude beziehen. Die Brückenstraße mit Blick nach West in die hintenliegende Kreuzung mit der Königstraße. In dem niederen Gebäude, dem Haus 16, befand sich das Gardinengeschäft von Köhler. Ein Stück weiter in Richtung der Königstraße sehen wir rechts das Geschäft der Firma Karl Rechenberg in der Brückenstraße 20. Die Firma hatte zur DDR-Zeit ihr letztes Geschäft noch in der Färberstraße, nahe dem Stadtbad. Die Ursprünge der Firma findet man in den Archiven bereits in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Seit 1875 war man auf Tischlerartikel und Holzwaren spezialisiert. Im Haus 22 die Ledergroßhandlung von Ernst Sachse. In der 24 dann der Hosenbrückner, der seine Hosen auch noch nach dem Krieg in dem späteren Interimsbau hier anbot. Ebenfalls in diesem Haus die Lederwarenhandlung Vogel. Kurz vor dem Kaufhaus Königsfeld am Eck könnte man noch Hempels Bierstube im Haus 26 besuchen. Zum Haus Königsfeld empfehle ich meinen Film zur Königstraße. Die linke Seite der Brückenstraße, als es das Kaufhaus Schocken noch nicht gab. Hier in den städtischen Gebäuden 9 bis 13 hatten allerlei Vereine und Verbände einst ihren Sitz gefunden. Auch ein Milchausschankgebäude hat es hier gegeben. Im Jahr 1930 dann begann man auf diesen Grundstücken mit dem Bau des Kaufhauses Schocken. Im Hintergrund ein Druckhaus des Verlages der Allgemeinen Zeitung Chemnitz. Aber dazu später noch mehr. Jetzt mal wieder ein Sprung, sowohl räumlich als auch zeitlich nach vorn. Wir schauen auf das Eck der Kreuzung mit der Königstraße, wo einst unser blau markiertes Gebäude, das Modehaus Königsfeld, stand. Hier die Interimsbauten, die auf den Fundamenten des Kaufhauses kurz nach dem Krieg errichtet wurden. Das Schreibwarengeschäft Arno Georgi war vor 1945 in der inneren Johannesstraße 1. Es war das einzige Geschäft, welches sogar bis nach der Wende noch existierte. Beliebt war auch das Damenhut- und Putzgeschäft von Liselotte Strauß, obwohl sie ernsthafte Konkurrenz vom Hut- und Putzgeschäft Reibig und Gieler schräg gegenüber in der Zimmerstraße 1 hatte. Auch Wolfs Schuhwarenhaus war sehr gefragt. An der Seite zur Brückenstraße zu konnte man sich noch beim Koffer Vogel für eine Reise rüsten und sich im Bekleidungshaus Brückner neu einkleiden. Dieser war Anfang der 50er Jahre bekannt als Sportbrückner und vor 1945 als Hosenbrückner. Der Abriss war zumindest insofern ein Verlust, weil nur zwei der genannten Firmen danach noch weitermachten. Das Schreibwarengeschäft Arno Georgi und Wolfs Schuhwarenhaus, das danach in der Brückenstraße 42 umzog. Dort aber um 1968 abermals abgerissen wurde und danach in den Brühl 28 wechselte. In dem Kiosk rechts daneben, wo unter anderem der Schwarzmarkt für Lebensmittelmarken blühte, befand sich das Zigaretten- und Tabakwarengeschäft Max A. Müller. Der Inhaber war Gerhard Johannes Kreisig. Den Namen Kreisig können wir auch im Zusammenhang mit den Zigarren im Film zur Poststraße erhören. Wer wissen möchte, was aus den übrigen Gebäuden, die sich in diesem Kreuzungsbereich befanden, geworden ist, sollte sich auf diesem Kanal meinen Film zur Königstraße ansehen. Hierin erkläre ich, was es im damaligen Adlerautomat gab,
welche Geschichte das Deutsche Familienkaufhaus aufweist und in was für einen kurzen Zeitraum sich einst das Modehaus Königsfeld zu einem Tech-Giganten der damaligen Zeit entwickelte, aber auch, warum der einst dort gelegene Bärenbrunnen noch heute die Gemüter vieler Chemnitzer bewegt. Der Beginn der Bauarbeiten für den damaligen Neubau des Autohauses an der Stelle des Kaufhauses Königsfeld im Bereich der Kreuzung mit der Straße der Nationen bzw. der früheren Königstraße. Das Gebäude rechts vom Kaufhaus Schuppen ist das Verlagshaus der Volksstimme bzw. späteren Freien Presse. Direkt dahinterliegend befinden sich die Druckereigebäude. Diese stellten vor dem Krieg die Allgemeine Zeitung Chemnitz her. Dessen Verlagshaus lag allerdings auf der Königstraße direkt im Anschluss an das Modehaus Schellenberger. Im Bild zu sehen, eines der Betriebsgebäude hinter dem Verlagshaus der Volksstimme, wie diese in der Mitte des 20. Jahrhunderts aussahen. Die überdachte Fußgängerverbindung führte in das Verlagshaus an der Königstraße. Es waren hochmoderne, mit einer eigenen dieselbetriebenen Kraftanlage versorgte Druckereien. Die Gebäude liegen heute noch im renovierten Zustand hinter dem Verlagsgebäude der Freien Presse. Für die Herstellung des Blattes wurden damals neben einer 32-seitigen zwei 64-seitige Rotationsmaschinen, zwei Schnellpressen, 14 Setzmaschinen und zwei automatisch arbeitende Stereotypeinrichtungen benutzt. So der Anblick kurz nach Kriegsende. Die Fußgängerverbindung musste wohl sehr stabil gebaut worden sein. Sie und die Uhr darunter hatten die Luftangriffe überlebt. Die neue Tageszeitung Volksstimme nahm Anzeigen im vorgelagerten Flachbau entgegen. Das große Verlagshaus wird aber in Kürze auf diesen errichtet werden. So nun das neu errichtete Verlagshaus mit hell erleuchteter Fassade. Die Druckhäuser lagen allerdings dahinter. Man nutzte die alten Gebäude der Allgemeinen Zeitung ja weiter. Die Kreuzung mit der Königstraße in den Anfängen des 20. Jahrhunderts in die vorwärtige Richtung bis zu ihrem Ende. Die Straßenbahn der Linie A kommt vom Gasthaus zur Scheibe in der Blankenauer Straße 70 in Fürth und fährt weiter zum Gasthaus Linde in Alt-Chemnitz. Links vorn das Kaufhaus Schlesinger und rechts das Gebäude, in dem sich später das Schnellrestaurant Automat befinden wird. Zu diesen Gebäuden, wie auch zu den übrigen Gebäuden im Kreuzungsbereich mit der Königstraße, können Sie in meinem Film zur Königstraße alles in Erfahrung bringen. Hier in diesem Bild sehen wir nun schon das Ende der Brückenstraße. Es wurde von der hochliegenden Terrasse des Kaufhauses Schlesinger aus in den 40er Jahren aufgenommen. Der zu dieser Zeit berühmt gewordene Brückenmarkt hatte sich auf der freien Fläche der Brückenstraße nun etabliert. Der Brückenmarkt, die meisten von uns werden diesen nur noch aus den Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern kennen. Leckeres Kugeleis und 1A Fischbrötchen soll es dort gegeben haben und überhaupt so ziemlich alles, was das Herz begehrte und was die damaligen Zeiten so hergaben. Der wohl beliebteste Markt der Stadt folgte weitgehend dem Verlauf der damaligen schmaleren Brückenstraße, noch bis in die Anfänge der 1950er Jahre. Die Straßenbahnen rumpelten an den mehreren Reihen Buden und Ständen vorbei. Wer sich meinen Film zur Königstraße angesehen hat, kennt den Platz, wohin sich dieser dann verzog. In der Brückenstraße 36, ganz vorn rechts, befand sich der Bettvätern-Heil, eine Handlung speziell nur für Bettvätern. Auch hatte Richard Kluge hierin eine Tabakwarenhandlung.
Auf der gegenüberliegenden Seite waren in den für uns heutzutage bescheidenen Häusern dennoch bemerkenswerte Geschäfte und Gasthäuser vorzufinden. Im Haus 38 Kunerts Bierstube, im Haus 40 der auch noch nach dem Krieg recht bekannte Waffenmoritz. Für uns Kinder von damals war es zwar nicht möglich, hierin Schusswaffen zu kaufen, wer jedoch sein Taschengeld über Monate sparte, konnte sich den im Schaufenster seit langem beobachteten Hirschfänger kaufen und diesen mit Stolz dann an seiner Lederhose tragen. In der 42 befand sich die Bettfedernhandlung Himmler und die Stahlwarenhandlung Rudolf, vormals Sühnel. Im Haus 44 war einst die Traditionsfirma Billard Krause ansässig. Im März 2016 konnte sie das 130-jährige Jubiläum feiern. Billard Krause ist damit die wohl älteste noch existierende Billardbaufirma in Deutschland. Seit 1963 befindet sie sich in der Carolastraße, weil ja hier Platz für das Karl-Marx-Monument geschaffen werden musste. Im Haus 46 das Posamenten- und Spitzengeschäft von Oskar Heinitz. Doch weiter zum Haus 46 im Jahre 1928. Von links die 46, das Schokoladengeschäft der Geschwister Schlüter. Im Hintergebäude die Metallwarenfabrik von Jahn und Co. Wir sind nun am Ende der Brückenstraße angekommen, im Bild ganz unten die einmündende Friedrichstraße. Der Brückenmarkt aus der westlichen Sicht. Nach dem Krieg lagen hier nur noch Trümmer, der Markt wurde deshalb an die Straße der Nation, der ehemaligen Königstraße, verlegt. Das letzte Haus, die Brückenstraße auf der rechten Straßenseite, war das der Nummer 56 mit dem Uhrmachermeister Heinzig. Im Haus davor die Ladengeschäfte Alfred Werner für Gardinen und Else Primer für Zigarren. Die Möbelfabrik von Liebscher war in der 52 zu finden. In der 50 die Putzmacherin Bimberg und noch eine Bettfedernhandlung, die von Agnes Opelt. Ömes Bierstube hieß seine Gäste im Haus 48 willkommen. Die Häuser auf der linken Straßenseite sollten aber auch nicht vergessen werden. Es waren ja in der 25 das Deutsche Familienkaufhaus an der Kreuzung mit der Königstraße und in der 31 hatte Richard Müller seine Buch- und Steindruckerei. Das Ende der Brückenstraße im Jahre 1960. Dort, wo die Trümmer des letzten rechtsgelegenen Gebäudes der Brückenstraße und das des Friedrichsplatzes beräumt waren, steht hier der mobile Eispalast der Firma Dürr. Die Straßenbahn der Linie 7 aus Koblenz kommend fährt nach Fürth-Glöser. Rechts erkennen wir nun letztmalig noch ein Stück des Brückenmarktes. Die letztmalige Ansicht auf die rechte Gebäudezeile, kurz vor ihrem Abriss. Genau hinter Haus 40 wird sich bald das mächtige Marx-Monument befinden. Vom Haus Nummer 34 existiert in meinem Archiv leider nur noch dieses Nachkriegsfoto. Gold und Silber, Edelsteine, alles was das Herz an Glitzer und Schmuck begehrt, gab's einst hier. Seit 1898 hatte der Juwelier und Goldschmied Georg Heinrich Christian Friedrich Bormann in diesem Haus aber wirklich alles auf die Goldwaage gelegt, was er bis dahin an Wissen und Fertigkeiten erworben hatte. Allein die Schaufensterauslagen dürften ein Vermögen wert gewesen sein. Sogar die erste Amtskette des Rektors der Technischen Staatslehranstalt stammt aus diesem angesehenen Haus. Der alte Seniorchef, der das leider nicht mehr miterleben konnte, wäre sicher mächtig stolz gewesen auf seine Nachfolger Rudolf Burmann sowie Karl Pape und Albert Leibner, die später das Geschäft
auch nach dem Krieg noch weiterführten. Wegen der Zerstörung des Hauses allerdings in der Brückenstraße 52. Nach dem Abriss um 1966 fanden die Kunden das Geschäft noch bis 1975 in der Ernst-Thälmann-Straße 20, der heutigen und ehemaligen Reitbahnstraße. Deswegen nun mussten alle Häuser der Brückenstraße ab der Kreuzung mit der Straße der Nation weichen. Ein mächtig gezackter Achtgeschosser, im Volksmund zu DDR-Zeiten auch die Parteisäge genannt, weil dieses Haus vornehmlich durch die damalige beherrschende Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, genutzt wurde. Davor der mächtige Schädel oder auch Nischel, wie wir es damals oft auch nannten, von Karl Marx. Karl Marx, der preußische Philosoph, wurde 1818 in Trier geboren, lebte aber seit 1843 schon nicht mehr auf deutschem Boden. Er starb 1883 in seinem Exil in London, wo auch seine Grabstätte liegt. Hatte man das Monument 1971 nun ausgerechnet in der Straße, die heute wieder den gleichen Namen trägt wie die, wo sein Geburtshaus in Trier steht, errichtet? Ich weiß es nicht. Aber irgendetwas muss es ja noch geben, was unsere Stadt mit Karl Marx verbindet. Sicher wäre es auch sein Wunsch gewesen, dass auch das Chemnitzer sich mit dem übrigen Proletariat der Welt vereinigen möge. Aber langt diese Verbindung zur Arbeiterstadt Chemnitz aus, um das Monument auf der Brückenstraße auch noch zum Aushängeschild von heute zu stilisieren? Die Bronzeplastik wurde ja auch nicht von einem Chemnitzer, sondern sowjetischen Bildhauer erschaffen. Und auch nicht in Chemnitz, sondern im damaligen Leningrad gegossen. Im Zuge der Wiedervereinigung hätte man ihm fast wieder abgerissen. Aber das Geschichtsbewusstsein einiger Abgeordneter kam dann doch zum Tragen. Ausgerechnet er überlebte und wird wohl nun noch lange an die Zeit erinnern, als Chemnitz einmal kurze Zeit lang Karl-Marx-Stadt hieß. Mir ist bis heute nicht bekannt, dass Karl Marx Chemnitz jemals besuchte oder durchreiste. Bleibt also nur der Zusammenhang zur Arbeiterstadt Chemnitz übrig. Dass Chemnitz allerdings nicht nur auf diese Tradition alleinig in Verbindung gebracht werden sollte und es in Chemnitz in der Vergangenheit viele Persönlichkeiten gab, die mit ihren Worten zwar nicht die Welt bewegten, aber Chemnitz mit ihren Taten weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machten, möchte ich in meinen Filmen auf meinem YouTube-Kanal mit aufzeigen. Dieser Film zur Brückenstraße ist hiermit aber nun zu Ende. Falls ich Ihr Interesse wecken konnte, sich noch weitere Straßen und Plätze im alten Chemnitz anzuschauen, würde ich mich freuen. Klicken Sie einfach hier rechts unten auf dieses Logo und abonnieren somit meinen Kanal. Dann können Sie die bereits erstellten Filme auswählen oder informiert werden, wenn ich meinen nächsten Film eingestellt habe.